So, und ich muss jetzt erstmal gucken. Ich überlege jetzt mal kurz, wie ich das mache. Das Wasser fließt ja immer 8 weit. Aber was ich, wo ich auch froh drüber bin, was ich nochmal kurz erwähnen möchte, ist, dass bei den Texturen jetzt alles geklappt hat mit Wasser und Lava, glaube ich, auch alles. Oh, da hinten flimmert's. Blub, blub. Wo ich gerade von Texturen und alles geklappt geredet habe. Nicht nur die Texturen funktionieren jetzt alle, sondern auch Redstone hat funktioniert. Das habe ich auf einer anderen Welt, weil ich habe ja vorher eine Testwelt. Ich wollte ja nicht in die Let's Play-Welt gehen. Siehst du, kann ich jetzt eh nicht aufmachen. Warum renne ich hier hin? Passt nur gerade zum Thema mit Redstone. Ach nee, da vorne kann ich es ja zeigen. Ach Gott, ey. Hühnchen. Wusste ich, dass das da irgendwann drinnen landet. Das war irgendwie abzusehen. So, so leid es mir auch tut. Aber ich bin Jäger. Ich bin bediensteter Jäger für... für den Flughafen, dass hier nichts rumrennt. Dass hier nichts versaut wird. So, hier müsste ja jetzt genau nichts hin, nichts drunter sein. Nein, ich glaube, da drunter war jetzt hier Dings. Genau, da war Redstone. Und wie man sieht, hier funktioniert alles. Da war ich echt froh drüber. Weil vorher war das ja so ein bisschen doof gewesen mit den Texturen, dass da alles kreuz und quer war. Und da bin ich jetzt froh, dass das geklappt hat. Dann kann ich ja jetzt... Ah, dann kann ich ja... Ich bin ja doof. Dann kann ich das ja theoretisch da mal wieder zumachen. Weil sonst läuft das Wasser da wieder rein. Dann ist unser ganzer Teppich versaut. Müssen wir wieder eine Reinigung und wieder neu verlegen lassen. Und das kostet alles wieder Geld und Zeit. Joa, 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 joa. Mir juckt das Ohr. Dann mache ich jetzt mal ganz schnell noch den Sand weg. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so viel. Und dann haben wir hier eine schöne Insel geschaffen. Das ist zwar ein bisschen doof, dass da drunter jetzt der Sand ist, aber... das wäre jetzt echt ein bisschen zu viel, das alles umzuändern. Da lasse ich das jetzt erstmal so. Und dann sehen wir zu, wenn es wirklich ganz doof aussieht, dann lasse ich mir da was einfallen, wie man das beheben kann. Weiß ich nicht, der bringt ja wirklich nur noch was, die einfach die komplette Schicht aufzukippen mit Erde, weil unter Wasser, das will ich mir nicht nochmal antun mit dem... Mit nochmal... Oh, das hat ja perfekt geklappt. Mit unter Wasser nochmal alles hinbutzeln da. Oh, ich muss gleich nochmal eine Runde gehen. Für den Sand. So. 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 Und für die, die es gelesen haben, in den Kommentaren wurde sich ja gewünscht von einem gewissen Mr. Killerkopf, den ich übrigens kenne. Peinliche Bekannte. Nein, natürlich nicht. Und von dem wurde sich ja gewünscht, ein World of Warcraft Let's Play. Ehrlich gesagt hätte ich da auch Lust drauf, bloß andererseits möchte ich da denn kein Let's Play draus machen, sondern eher ein Let's Test, weil Gamescom, wie ihr vielleicht einige wissen, wird ja da immer ein Teil von World of Warcraft neu vorgestellt oder wurde so gut wie immer. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal nicht war, weil ich bin ja jetzt, muss ehrlich sein, ich bin jetzt das zweite Mal auf der Gamescom, wenn ich denn dieses Jahr wieder einfliege. Und da wurde bisher jedes Mal World of Warcraft Teil vorgestellt in meiner Geschichte der Gamescom-Besuche. Nein, auf jeden Fall wurde da zweimal jetzt immer ein neuer Teil vorgestellt und... Entschuldigung, das letzte Mal, ich weiß nicht, ob es dieses Mal vorgestellt wurde, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und das werde ich dann, denke ich mal, das wird ja dann immer so Ende des Jahres, denke ich mal, kommt das ja dann immer gleich raus oder Anfang des Jahres. Und da werde ich dann, denke ich mal, wieder einen Test von machen. So ein ganz entspanntes, so, weiß ich nicht, über 3 Folgen mit jeweils 45 Minuten. Oder weiß ich nicht, wie sich es ergibt. Ich werde da ganz entspannt einen Let's Test draus machen. Wer es sehen möchte, kann es ja ruhig sehen oder kann es sich ja ruhig angucken. Und dann werde ich sehen, ob sich da mehr raus ergibt. Aber ich denke mal, das wird dann eher beim Let's Test bleiben. Die Musik spricht für mich. Nee, spricht sie nicht. Das ist Final Fantasy 11. Ich bin ja doof. Ich würde gerade sagen WoW, aber... Hätte man eigentlich hören können. Ja, jedenfalls werde ich ja mal sehen, was sich daraus ergibt. Und dann werden wir mal schauen. Werden wir mal schauen. So, das Doofe ist ja, ich würde am liebsten noch eine Schicht, weil dann könnte ich nämlich einmal 8, nochmal 8. Ach egal, dann mache ich ein bisschen fließend. Und ab denn hier vorne mache ich dann so, dass das da drauf und so weiter. Schäufeli hat sich ja aufgelöst. Hat sich ja ein Rauch aufgelöst. Ich will ehrlich gesagt nicht so viel von der Anfangsinsel. Ach nee, ich will ja sowieso. Ich mache jetzt hier einfach mal probehalber hier. Dann muss ich hier natürlich den Sand auch gleich wegnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich finde die Erde. Die Erdetexturen finde ich ehrlich gesagt auch
voll schön irgendwie. Weiß nicht warum, aber das hat was. Das hat was Magisches. Ach Mist, ich bin ja doof. Ah, genau, deswegen meinte ich, ich würde gern zwei. Ach nee, ist doch nicht doof. Hehe, doch richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt perfekt, das ist gut. Weil kann ich nämlich... Oh, das sieht voll schön aus, wie das Wasser fließt. Kriegt man glatt Lust zu baden, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Hoppala, hä? So, ist das richtig? Aber es schließt hier auf jeden Fall ab. Genau, und so würde ich das dann machen, dass das hier und dann halt so in Anführungsstrichen reinfließt. Dann mache ich hier irgendwie so fest. Land hin und hier und so. Und dann wird das ein höchst natürlicher Zufluss. Und dann kann ich hier nämlich Wasser... muss mal kurz kratzen an der Nase. Und dann kann ich hier nämlich weiter den Fluss machen. Und hier kann ich denn... Ja, keine Ahnung, ich wollte es ja eigentlich hier hin machen, aber vielleicht... Ja, dann mache ich eine kleine Kurve rein. Und dann können wir da vorne nämlich... Ach, wir haben hier sowieso viel Platz zum Entfalten. Und ja, jedenfalls, da können wir denn... Da können wir denn hier genug... Hier haben wir denn genug Platz zum Bauen. Oh, ich vergesse immer mitten im Satz, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist so dämlich manchmal. So. So, ich muss mal kurz schnauben, meine Freunde. Bis gleich. So. Habe ich hier mal vorabgegriffen, nochmal einen mitgenommen. So, so groß will ich den Berg ehrlich gesagt gar nicht machen. Das wird nur so ein kleiner, also ein kleiner Hausberg. Mit dem man, einmal in der Woche gießen muss. Oh, ich hoffe, der sieht jetzt nicht komplett abstrakt aus. Aber gut, sieht er relativ natürlich aus. So, mach mal hier mal ein kleines Kunstwerk draus, mein lieber Freund, mein lieber Erdhaufen. Im Erdaufschippen war ich ja immer kompletter Profi gewesen. So. Irgendwie, da kann man ja, den weiß ich gar nicht, da kann man ja den Berg of Memories machen. Was? 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 Wo? Wie? Was? Oh oh, ich glaube, hier war ein Kinderspielplatz gewesen damals. Alter, mach mir doch keine Angst. Hupala, das war gerade. Alter, was war denn das gerade gewesen? Oh, mir läuft Gänsehaut gerade über den Rücken. Also, wirklich jetzt, das war überhaupt nicht gespielt. Ich habe gerade wirklich ein bisschen Schiss gehabt. Ich habe erst gedacht, hä, das Lied, das müsste man ja mindestens einmal schon im Let's Play gehört haben. Hui. Da habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen. Ich glaube, das ist die Ankündigung für eine Höhle gewesen. Alter, die wollen mir echt Angst machen, aber warum ändert sich das mit dem Texturenpaket? Alter. Das ist ein kleines wenig bisschen brutal. Hui. Alter. Da ich gerade am Biss wirklich ein bisschen... Wirklich, das war jetzt nicht vorgespielt. Ich habe gerade wirklich ein bisschen Schiss bekommen. Ich weichflöte. Hört man ja nicht alle Tage. So einen begrabenen Kinderspielplatz. So. Na gut, dann wollen wir die Kinder mal ehren. Die hier eins gespielt haben. So. Wasserfall. Mit Wasserfällen habe ich es natürlich auch ein bisschen. Muss ich ja zugeben. So, hier lassen wir das nochmal irgendwie reinlaufen. Ich weiß nicht, ich mache das jetzt hier so ein bisschen... Ein bisschen frei nach Schnauze, einfach weil es ja dann natürlich aussieht. So. Oh, das Geräusch werden wir dann natürlich... des Nächtes ein paar Mal mehr hören. Oh, das wird natürlich spannend. Liegen wir schön im Bett und kuscheln uns ein und dann haben wir den Salat. So. Ah, das ist immer gut, man muss nicht immer wieder zurückrennen. Dank dem Prinzip der unendlichen Wasserquelle. Bei Starbound ist das natürlich ein bisschen was anderes. Da teilt sich das immer perfekt auf. Was ich ehrlich gesagt auch voll cool finde. So. Na los.
Na los. So, cool. Dann haben wir jetzt hier ein kleines Flusslein und hier geht das dann so... Hier geht es dann voll in die Stromschnellen. Ja, gut, sieht ein bisschen komisch aus. Wo ist der Block hin? Hä? Habe ich den vergessen? Ich glaube, den habe ich vergessen zu setzen. So, jetzt muss ich hier irgendwie nochmal hochkommen. Und hier oben... Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mache ich hier so. Dann passt das hier vor allem schon. Reinfallen wäre jetzt natürlich nicht so geil. So, und da mache ich jetzt auch noch weg. Und dann kann ich hier nämlich so ein kleines Bett bauen. So ein kleines Wasserbett. So. Ach, Mist. Ah gut, ich habe ja hier so einen kleinen Aufstieg gelassen. Ja, was heißt Aufstieg? So. Und ich gehe jetzt eh gleich nochmal pennen. Ich weiß gar nicht, ob die Helligkeit und so, ob das alles gespeichert ist. So, das läuft da perfekt rein. Oh, cool. Endlich mal was, was auf Anhieb klappt. Yeah. Cool. Brauche ich nicht zweimal gehen. Oder nicht fünfmal. So, ich weiß gar nicht. Lasse ich das jetzt so? Muss ich mir mal angucken, wie das so harmoniert mit mir. Ah, der ist, glaube ich, der ist fast ein bisschen zu groß, finde ich. Oh cool, abgeschnittener Mond. Von Neumond oder von Totenmond. Wie auch immer man das... Ich weiß bis heute nicht, wie genau man das nennt. Ist das jetzt direkt auf Vollmond gesprungen? Von Mondphasen hält das Texturenpaket nicht so viel. Ha, die Sonne. Die Sonne, aua! Ja, sieht ein bisschen groß aus. Ah, das sieht cool aus, weil hier fließt das... Das fließt alles wenigstens ein bisschen schneller bei dem Texturenpaket. Denn es ist alles ein bisschen realistischer. Weil sonst hat das ja immer so ewig gedauert. Hihihi. Hihihihihihihihi. Aber Gras wachsen muss hier natürlich noch. Ah, das ist natürlich doof. Ich hoffe, hier rüber und darüber verbreitet sich das dann alles. Ich glaube, dann mache ich hier einfach mal so einen Hilfsblock hin. Und hier auch, damit ich das dann merke, dass das später dann irgendwann weg muss. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so groß lassen will. Ich glaube, ich... Kleinen Moment, das mache ich jetzt einmal hier so. Na toll. Na toll. Ich würde das hier am liebsten so einmal abpacken. Natürlich. Und mit einer Menge Desinfektionsmittel. So. Genau, dass das hier ein relativ kleiner Wasserfall ist. Und bleibt. So, ich hoffe, das bleibt jetzt auch, wenn ich jetzt... Ah ne, welches hier, dann läuft das hier wieder runter. So, weil dann hält sich das hier relativ klein. Was natürlich relativ ist. Und dann sieht das hier nicht so groß aus. Ach, den muss ich noch wegmachen. Juhu. Dachte schon. Ich würde den lieb da lieb. Würde den da liebst den. Am liebsten würde ich den da oben auch noch wegmachen. Aber egal, das kann so bleiben. Gut. Juhu, dann haben wir es geschafft. Dann können wir nämlich von da drüben langsam die Mr. Brücke, können wir den hier langsam rüberkommen lassen. Mit welchem Holz, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich würde ja am liebsten Eichenholz machen. Akazien und Eichenholz. Weizenkörner, die nehme ich einmal mit. Weil da gehe ich jetzt eh nochmal vorbei, weil ich nochmal oben gucken möchte, ob da nochmal ein bisschen Holz ist. Wenn nicht, muss ich mal gucken. Wenn nicht, renne ich einfach rüber. In die erste Dimension. Da müssen wir mal gucken, weil da wird es ja, denke ich mal, noch ein bisschen Holz geben, weil ich glaube, ich habe die Holzklötze und sowas eigentlich alles gar nicht mitgenommen. So, lalala. Boah, cool, wenn wir wiederkommen, dann verspreche ich euch, mache ich erstmal das Feld. So, so. Aber ich glaube, dann mache ich die erste Ernte, dann zählt die erste Ernte noch, dass ich erstmal dann nochmal Weizen nochmal mache. Einfach für Brote, weil wir nicht genug haben. Und weil wir ja nicht im Friedlich spielen. Ja. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt doch gleich los. Habe ich irgendwas Wertvolles dabei? Ein Schwert? Ja, gut. Und die 22 Level, die ich leider nicht ablegen kann. Aber ansonsten geht's mir gut. Warum leckt denn das so? Ich verstehe das nicht. Ah, das ist krass. Das wächst ja auch langsam voran. Auch wenn es ein bisschen dauern mag, aber... Witz, macht es das überhaupt? Oh, warum leckt denn das so komisch? Ich brauche echt eine neue Platte, die ich separat habe zum Aufnehmen. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt eine zum Aufnehmen, aber die hat erstens nur 500 GB und zweitens, ist das eine relativ alte. Oh, siehst du ja, Neta, da bin ich mal gespannt, wie der aussehen wird. The Nether.
Die Streuselschnecke. Boah, das sieht ja cool aus. Boah, die Lava, das sieht geil aus. Boah, das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Ah, sie ist so wunderschön. Alter. Auch im Nether wollen die mir voll Angst machen. Diesmal war es auch nicht so schlimm gewesen. Ach, ich wollte gerade sagen,